German Mini Offroad Series. Erster Saisonlauf bei den Sunday Drivern in Goldenstedt. Ja, herzlich willkommen bei der Silver RC. Wir haben unsere Tourenwagenstrecke umgebaut zur Offroad-Strecke. Die Jungs fahren sich gerade noch ein bisschen ein zum ersten Lauf. Und der Marco spielt sich gerade noch am Sack. Ey, Bayer, die Kamera läuft! Unfassbar, guckt ihn euch an! Guckt ihn euch an! Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Alle drei Finalläufe der A-Finales zeige ich euch. Etwa 15 Minuten Videomaterial folgen. A-Finale Lauf 1. Thilo koordiniert noch. Thilo hat fertig koordiniert. Helfer sind da. A-Finale Lauf 1. Helfer fertig, Fahrer fertig. Start innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Favorit auf Platz 1 mit Markus Bayer in Gelb. Start. Alle gestartet. Was ein Gewusel, ey. Was ein Krach diese Autos machen. Das ist unfassbar. Verwarnung für Thomas. Marco, die ersten Fahrer haben abgeführt, sind dafür gerade verwarnt worden. Das waren natürlich auch noch die Lokalmatadoren, die genau wissen, wie es geht. Da ist der erste Helfer, der einspringen muss und weiter geht's. Willkommen bei der Offroad Series. Das ist halt eine Rennklasse, die sehr, sehr darauf bedacht ist, das Ganze im Low-Budget-Bereich zu halten. Allerdings kann man noch gut und gerne 600-700 Euro für so ein Auto ausgeben. Was besser läuft, ist immer was anderes. Gilt wie in allen Rennserien, Talent kann man nicht kaufen. Sieht man denn immer, wenn ich mal fahre? Ah, schön gemacht, schön gemacht. Ja, in Gelb, Lokalmatador Markus Bayer. Der hat den einsamen Vorteil, dass er die Sprünge gebaut hat. Und man sieht auch, wie sein Auto wirklich Bombe liegt. Sehr fair Platz gelassen. Sehr, sehr fair Platz gelassen. Dann haben wir im vorderen Auto Lokalmatador Thomas, Vorsitzender der Sunday Driver Goldenstedt. Ach, der sich jetzt gerade überschlagen hat. Genau dann, wenn ich die Kamera auf ihn halte. Fährt heute sein erstes Offroad-Rennen. Dann haben wir den S-Works-Teamfahrer René Sagave mit dem roten und dem gelben Stern. Da ist er. 5 Minuten wird gefahren, 3 Finals. Sebastian, wie lange noch? Noch 2 Minuten zu fahren. Noch 2 Minuten zu fahren. René ist auch Ausrichter der Series. Halt mal ein bisschen auf den Führenden drauf. Ups, da hat es gescheppert.
Helfer sehr, sehr gut reagiert. Respekt dafür. Allgemein ein sehr faires Fahrerfeld. Es wird sich nicht gegenseitig in die Karre gefahren, obwohl wir die offenen Räder haben. Upsa, ja, genau da habe ich es gesagt. Aber sehr entspannt alle dabei. Hier geht es wirklich darum, Spaß zu haben. Interessant ist, dass die Charismas, die zum Beispiel René fährt, mit Riemenantrieb sind und natürlich deutlich leiser laufen als zum Beispiel der LC Racing von Thomas, von Markus, der mit Kardanantrieb mega laut ist. Die Dinger machen echt einen wahnsinnigen Krach. Rennen ist jetzt gleich um. Alle fertig. Alle fertig. Gewonnen hat Markus Corinne, Joachim, Markus, Jonas und Marcel. Die ganz normalen Diskussionen auf dem Fahrerstand vorm Start. Die lokalen Matadoren in der Mitte stehend müssen natürlich erstmal diskutieren. So, zweiter Lauf des A-Finales. Hier ist von andere Perspektive. Markus wieder. Der, würde ich sagen, als absoluter Favorit. Der hat bisher alle Läufe gewonnen. Und der wird auch wohl das erste Rennen hier komplett für sich entscheiden. Sein Auto läuft top. Das ist ein LC Racing EMB1. Als Kit aufgebaut. Wie immer sehr liebevoll. Platz 2 Hans-Joachim Krapp. Alter Offroad-Guru. Jetzt kriegt er auch gerade die erste Verwarnung als alter Offroad-Guru. Passt natürlich. Bekannt durch seinen sehr ruhigen Fahrstil. Aber auch immer fair. Eigentlich. Hat jetzt gerade René überholt. René, wie ich im ersten, schöne Einlage, wie ich im ersten Lauf sagte, der Veranstalter der Series, der jetzt als erstes um die Ecke kommt. Da haben sie sich gerade ein bisschen bekabbelt, aber man sieht, obwohl die sich gerade echt da bekabbelt haben, es gibt keinen Stress auf dem Fahrerstand, es wird sich da nicht geschubst oder so, das hat man in anderen Klassen durchaus schon mal. Oh, da ging er über Kopf. Aber ganz klar, Fahrfehler. Sehr entspannte Rennserie, sehr, sehr gute Stimmung den ganzen Tag über. Wir sind seit 7 Uhr hier, wir haben es jetzt irgendwie 15 Uhr oder sowas. Total toll. Im Bild haben wir jetzt Marco Heinrich. Wer da als erstes um die Kurve kommt, der Homie. Marco, wenn du das siehst, schöne Grüße von mir. Cooler Typ. Markus Beyer hat ihn gerade überholt. Der Witz ist, dass die LC Racing Autos alle gar nicht ausgedreht sind hier. Boah. Man kann sie gar nicht ausfahren. Ich bin den von Thomas gefahren. Der fährt da gerade. Vorsitzender, man kann die Dinger hier nicht ausfahren durch die Stollenreifen. Wenn ich gleich zum Rennende mal ein Auto in die Finger kriege, zeige ich euch das mal. Im Vergleich zu den Tourenwagenrädern wirklich null Grip. Sagt eben einer der Fahrer, wie auf Eis. Und das kann ich bestätigen. Da liegt schon wieder einer.
Die Reifen werden immer besser, umso mehr die Stollen abgefahren sind. Es hat allerdings noch keiner die Idee gehabt, mal nach draußen zu gehen und ein paar, paar Donuts zu ziehen. Thomas fährt übrigens heute sein erstes Offroad-Rennen überhaupt, schlägt sich dafür sehr wacker, sehr, sehr gut. Wenig Fahrfehler, die ich bisher gesehen habe. Top, Auto läuft gut, so wie ich das sehe. Ja. So kann man das machen. Habe ich jetzt auch mal gerade ins Bild genommen. Wenn ich das hier so kommentiere, da fährt nicht der René. Sorry René, da kann ich nicht schnell genug. Was wollte ich denn jetzt sagen? Und wenn ich das so, diese 5 Minuten kommentiere, da ist ein Heckspoiler lose und da sieht man auch sofort, wie der Grip auf der Hinterachse überhaupt gar nicht mehr da ist. Meint man gar nicht, aber das wirkt schon enorm viel. War dann schon fast wieder gerade hingebogen. Das ist der Kumpel von René, hier als Mitveranstalter tätig. Er macht sehr, sehr fair Platz, fährt das Rennen aber trotzdem noch zu Ende. Absolut fairer Sportsmann, so gehört sich das. Ja, man merkt gerade sehr, sehr schön, was ich sagen wollte, dass Kommentatoren von Sportveranstaltungen das gar nicht so einfach haben. Klong. So, und den Wagen schnappe ich mir jetzt mal einfach mal. Zeig mal. Und hier sieht man jetzt auch schön die Stollenbereifung, mit denen man hier einfach gar keinen Grip hat. Und da ist der, ja, da hat er eine Klammer verloren. Das ist natürlich blöd gelaufen. Aber sehr fair gefahren. Ja. So, Helfer sind alle da. Helfer fertig, Fahrer fertig, Start innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Start! So, und Lauf 3, A-Finale. Markus führt wieder. Wir haben nichts anderes erwartet. Gucken uns mal ein bisschen Infield an. Das nennt man den Offroad-Challenge, ne? Ui! Fährt der Kraft ein bisschen Offroad. René. Thomas. Markus. So, wir haben hier noch einen, der ist der zweite Jürgen, der ist auch mal am Platz, genau wie Markus. Selbstverständlich der Fehlerteil. Thomas ist rein, Markus ist rein, Markus. Er ist zwei, Jürgen, der ist der und wir sind ein Stehmann. Man sieht sehr schön bei Markus, wie eng er die Kurven nehmen kann. Wie sehr, wie stark er an die, die Curbs ranfährt. Gerade auch sehr schön gesehen, wie fair Markus vorbeigelassen wurde. Thank you.
Steht ein Auto. Wir haben einen Ausfall. Und da sieht man dann Fair Play. Da wird sich gegenseitig geholfen. Respekt. Da hat der Kumpel einfach mal die Funke übernommen und fährt jetzt das Rennen für den Freund weiter. Ich glaube, das eigene Auto ist ausgefallen. Das ist so eine clevere Idee war. Oh. Thomas, erstes Offroad-Rennen, Finale, es geht um nichts mehr, er hat die Hobbyklasse schon gewonnen, auf Platz 2, sensationell, ist, so wie ich das sehen kann, auf dem Fahrerstand, völlig konzentriert, macht das richtig, richtig gut. Hallo? Boah, was der jetzt bei mir wollte, weiß ich auch noch nicht. War zwar abgekürzt, aber ohne wirklichen Vorteil, konnte man schön an den anderen sehen. Markus ist trotzdem vorbeigekommen. Alles gut. Glückwunsch! Jetzt fährt er weg. Jetzt wollte ich ihn gerade filmen, der fährt er weg. Der Esel. Kommt er? Da kommt er. Platz 17 geht an Oliver Wachel. Platz 16 geht an Michael Fee. So, Platz 2, der zweitschnellste Jugendliche heute, Nolan Wachel. Starkes Ergebnis für den Kleinen. So, kommen wir zu Platz 14. Der beste Jugendliche heute, Pascal Lüttje. So, ich komme zu Platz 13. Hört ihr mir noch zu da hinten? Ja, ja. Platz 13, Gewinner C-Finale, Werner Machel. Platz 12, Olaf Schneider. Platz 11, Michael Krüger. Wir werden gefilmt. Top 10. Platz 10, Thomas Bessmann. Platz 9, Timo Lüttje. Platz 8, Eike Sagabe.
Und dann kommen wir zu Platz 7, Gewinner B-Finale, Stefan Schluppeck. So, A-Finale, muss man ehrlich sagen, waren auch heute mit Abstand die schnellsten 5 im Feld. 6, Entschuldigung. Das war heute sehr eindeutig, fand ich. Auf Platz 6, Marcel Schmidt. Platz 5, Hans-Joachim Kraft. Hey, Lokalmatador. Platz 4, bester Hobbyfahrer heute, Thomas Lefringhaus. Oh. Da ist er, das Prisi. Da gehen wir jetzt mal hin. So. Kommen wir zu den Top 3. Platz 3, Marco Heinrich. Da freut sich einer. Dankeschön, hat mir Spaß gemacht. Ist das gekippt? Das muss ich nur sagen. Ja, nehmen wir dann hier. Oh, für die Kleinen noch was? Ach, cool. Aber mal umdrehen. Aber wir haben noch. Achso, die Kleinen haben wir schon was, noch. Ne? Ja, hallo. Ich bin auch klein. Warte, warte mal. Das ich sortiere mich. Das können wir auch gleich noch machen. Das machen wir gleich noch. Ja, das hier noch mal. Dann braucht das für sein Facebook-Profil. Ja, genau. Ist das schon online jetzt? Das ist so ein Schnacker, ey. Aber 3 Minuten, weil ich weggehen? Genau. Ich muss jetzt mal die Seite nach. Ich muss jetzt leider die Urkunden abgeben. Oh. Marco, kannst ja mal dein. Warte mal, Markus Format füllen, ich gehe mal einen Schritt weiter. Platz 2, Genesergabe. Ich kriege natürlich auch eine Urkunde. Und HDMU kriegst du gleich auch noch. Markus, deine Funke ist noch an. Und dann. Ich will es nicht immer. War leider erwartet, zumindest von meiner Seite, Platz 1, Markus Beyer. Bravo! Hast du gut gemacht. Alles klar. Dann war es das von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß. Ich glaube, es werden gleich noch genügend Fotos gemacht. Von meiner Seite aus könnt ihr auch noch ein bisschen fahren. Ich glaube, wir sind sowieso alle noch ein bisschen hier, zumindest die Sunday Driver. Das heißt, wir räumen gleich die Bahn, wenn wir den Fotos durch sind. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Dritter, Digga, Dritter. Oder oben noch fett, ein paar Runden drehen, wenn ihr euch freut. Ich kann das so. Alles klar. Das war's von meiner Seite. Das ist der Homie. Genau, ich bin der Homie. Das ist der Homie. Der Homie. Charisma-Homie. So, Marco, und jetzt verabschieden wir uns einfach mal. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass ihr nochmal wieder zu uns in die Halle kommt. Ja, auf alle Fälle. Hat richtig gebockt. Und Golden State ist auf jeden Fall eine Reise wert. Kann ich nur empfehlen. Tourenwagenrennen macht ihr auch bald, ne? Ja, in 2 Wochen ist LRP-Challenge. Genau. Das, also, wie gesagt. Da darf ich dann fahren. Kommst du auch? Nee, ich komm nicht. Warum nicht? Ich habe keinen Gladbahn. Das kann ich auch nicht. Mach Slicks drauf. Das wäre geil. Ne? Okay, war cool bei euch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.